Ja, ist machbar. Es gibt nur einen Weg und das ist genau der, den ich vermeiden wollte. Der, von dem ich dachte, er führt in den Wald. Was er auch zwangsweise jetzt tut, weil es nur diesen einen Weg gibt, um weiterzukommen. Genau du. Weg. Hops. Oh, nein. Da. Doppeldash ist echt praktisch. So, du bist ein Doom-Bass. Jo. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt. Kritisch kaputt. Die Lebenspunkte sind immer noch ganz schön mau. Was kriegen wir denn? Spätestens, wenn wir den Übergang zum Wald und zum Maya-Gebiet und zur Hölle gefunden haben, ist er wieder okay. Auch wenn das nicht ganz so der Plan war. Der Plan war ja eigentlich, sofort zum Wald zu gehen, da so gut es geht zu kämpfen und dann zum Aufladen wieder hierher zu gehen. So wie wir das früher gemacht haben. Als wir noch total im Bar waren. Oh, das dauert hier auch nicht mehr lang. So ein paar Blutruhen würden aber echt gut helfen bei. Dazu müssen wir noch mehr Schatztruhen finden. Du was? Du was? Du was? Du was? Ja, ich meinte zwar mehr Schatztruhen finden, aber eigentlich meinte ich, welche wohl Ruhen drin sind. Das sind eigentlich immer nur diese Herausforderungen, Schatztruhen, oder? Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube, ja. Meistens sind die das. Oh. Ja. Das hätte schlimmer laufen können. Mit den ganzen Stacheln hier an der Wand. Oh, Hühnchen. Und sinnloser Tagebucheintrag Nummer 9. Jupp, 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 jupp. So. Stand irgendwas von der Tür. Ich glaube, das war jetzt, nachdem er den ersten Boss umgebracht hat, dass die Tür im Eingangsbereich sich geöffnet hat. Oder angefangen hat zu leuchten und er denkt, dass so die Tür geöffnet werden kann, indem er alle Wächter tötet. So, Übergang in die Hölle. Wo ist dann der Wald? Da oben lang. Hm? Okay. Oh. Kaputt. Oh, oh. Nein, die halten viel zu viele Schläge aus. Hier unten werde ich nicht grün werden. Okay, den werde ich noch töten können, weil er da oben festhängt. Jetzt nicht mehr. Oh, 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 oh. Ja, nee, nee. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. So. Ja, nee. Teleporter bringt mir nichts. Der wird mich höchstens in dieses Gebiet zurückschicken, wo ich dann nochmal über diesen Stachelraum rüber muss. Und das finde ich nicht so toll. Also hoch, hoch, hoch. Ganz viel springen. Ja. Weiter hoch. Stacheln ignorieren. So, und da müsste jetzt der Übergang zum Maya und zum... Oh. Habe ich ja fast gar nicht gesehen. Also Übergang zum Wald müsste dann rechts sein und Maya müsste gleich oben sein. So gesehen ist der Dungeon hier ganz schön linear. Oh. Also im Vergleich zu sonst. Im Vergleich zu sonst ist es halt, ne? Wir hatten jetzt nur einen Korridor, wo wir durchgehen mussten, um zu allen anderen Bereichen zu kommen. Normalerweise kann man die Hälfte überspringen. So. Jo, oh, Druckwelle. Ja, ja, ja. 2700 Gold fällt mir gerade auf. Sehr schön. Oh, und Übergang zum Maya-Gebiet. Ja. Kurz da mal reingucken. Mhm. Tink. Oh. Ah, das war knapp. Ich glaube, wenn ich auf dem Ding stehe, kann ich auch nicht treffen. Sehr gut. Zing. Oh, da jetzt zwei Schläge aus. Durer Feuerspeier. Kein Dummes? Nein. Oh. Ah, na, ich erst auf die Minimap gucken und dann sowas probieren.
Viel zu viele Gegner. Jo. Ich habe das Gefühl, hier werde ich nicht grün. Warte mal, das probiere ich noch hier. Und rechts kann ich auch nochmal lang gucken. Aber links auf keinen Fall. Der Raum ist schon mal ruhig. Kein Secret, kein Secret. Oh. Garstiger Kämpfer. Oh, 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 oh. Ich würde gerne rückwärtslaufen und schlagen. Erst so erwische ich den nicht. Komm schon, triff den Dogen. Ah, okay. Alles mit, alles mit, alles mit. Hälfte Lebenspunkte und ein Tagebucheintrag. So. Morgen geht's in den Wald, hat er gesagt. Und sehr schön. Guardian Bracer. Und Ranger Bracer. Zing, zing, zing. Oh. Böse Augen. Ganz böse Augen. An die haben wir uns ja schon fast gewöhnt, ne? In New Game Plus kamen die doch recht häufig. New Game Plus Plus war immer noch krank mit den Augen. Diese Visionary-Augen, die 4 Strahlen, ja, 5 Augen, Bluttropfen geschossen haben. Das war echt nicht mehr feierlich. So. Zurück zum Bossraum und links. Oh, Sniper. Sehr komischer Sniper. Aber das passiert, wenn man versucht, 2 Pfeile gleichzeitig zu schießen. Keiner trifft. Oh. Hast schon eine Truhe noch. Oh, eine Truhe. Hops. Und du bist auch eine richtige Truhe, ja. 4096 Gold. Sauber. Ja, doch. Wir kommen richtig gut voran. Haben wir noch irgendwo Teleporter in der Nähe, wo... Ja, wir könnten... dahin gehen. Und da den linken Raum anschauen. Oh, stirb. Nein, 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 stirb. So, genau. Yeah. Tun was? Jo. Na komm. Zing. Und noch mehr Gold. 4400. Oh, was kaufen wir uns da für schönes alles? Wahrscheinlich erstmal die Ranger Bracer, denke ich. Aber die Guardian Bracer haben halt wieder diesen Vorteil mit mehr Rüstungsklasse, dafür weniger Lebenspunkte, was weiß ich. Ich bin immer noch nicht so wirklich von Rüstungsklasse überzeugt. Weil Lebenspunkte einfach viel, viel toller sind. Weil dadurch auch die Hühnchen anders berechnet werden und... Oh! So ein Zeug halt. Oh, du bist so ein garstiger, grüner... Genau. Das sind diese rücksichtslosen Zombies, die nicht zurückgeschubst werden. Oder einfach weiterlaufen. Ja. Oh. Oh. Nee, weg hier, weg, weg, weg hier. Und das wäre dann der Übergang in den Wald. Ein Raum fehlt wieder. Dann hätten wir den ersten Bereich abgeschlossen. Aber da laufe ich jetzt nicht hin zurück. Da würde ich bestimmt von dem... Oh, da ist ja ein Schleim auf dem Boden. Was für ein fies getarnter Schleim. Genau du. Ah. Stirb. Du bist mir Lebenspunkte. Ja. 17, das ist... Oh. Wären in die Stacheln gesprungen, wäre auch nicht schlecht. So. Den unten ignorieren wir erstmal und gucken, was hier oben ist. Ah, Wölfe, Wölfe, Wölfe. Die haben mich echt traumatisiert. Genauso schlimm wie... Genauso schlimm wie die Doomwasser. Denke ich auch immer, ich werde getroffen. So, erstmal Prioritäten, Kiste und so. Genau. Jetzt können wir versuchen, was umzubringen. Zing, zing. So. 5200. Sehr schön.
Und der Clown mit 5 Äxten. Also, ne? Werfen. Springen und werfen. Werfen. Springen und werfen. Springen und werfen. Nee, es sind mehr als 10. Ja, aber 430 Gold. Hey. Ja, wo geht's weiter? Links und nach oben, also am Wolf vorbei. Oh, und nicht stehen bleiben wegen den Stacheln. So, stirb Wolf, danke. Da ist noch ein Kugelschwinger. Genau, du. Nächster Treffer ist er tot. So. Ah, ne. Genau. Kugel gesprungen. Du bist. Oh. Da ist noch ein zweiter irgendwo. Genau. Da. So, Auge. Auge. 6000 Gold. Ah ja. Langsam purzelt's rein. Ich freue mich auch schon auf die Phase, wo die Gegner immer so 5-6 Goldmünzen jeweils droppen. Also es muss ja gar nicht viel wert sein, aber es sieht cool aus. Oh, oh. Unser Vasentanz hier. So. Und hier ist gar nichts. Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett. Ich sollte doch so die Kraft. Haha, harte gucken. So. Hussa, runter. Oh. Viel zu viel. Du, wie soll ich dich denn umbringen? So wahrscheinlich. Aber das war irre knapp. Ich stand in dem Stachel da oben. Komisch, komisch. Okay. Oh, weg. Alle Gegner besiegen. Das heißt, es wird hier viele Gegner geben. Das heißt, es gibt viele Lebenspunkte. Nein. Oh gut, wir wurden von einem Plocki umgebracht. Das ist irgendwie degradierend. Aber hey, 2 komplette Reihen und ein bisschen Schnickschnack. Sehr schön. Was haben wir jetzt? Eine Barbarenkönigin, die jedes Mal den Zauber wechselt. Und pupst, ein Shinobi. Oh ja, ich glaube, Shinobi gebe ich mir gleich mal. Und ein Paladin, der Gegner, der nicht vom Gegner weggeschubst werden kann. Nö. Ich habe Lust, mit einer Hölle zu rumexperimentieren. Also nehmt den Shinobi. Jo. Njom. Wir haben ganz schön viel Zeug freigeschaltet. Das war der Guardian-Helm. Das Ding haben wir schon. So. Mehr Rüstungsklasse. Alle anderen machen nur Magie, in Anführungszeichen. Also mehr Rüstung ist schon mal gut. Das nehmen wir. Können wir noch nicht ausrüsten wegen zu wenig Gewicht. Sonst nix. Wir haben 4 Bracer gefunden und keine anderen Rüstungsteile. Ja. So. 10. Wir hätten gern die einzigen Bracer, die Sinn machen. Dankeschön. Und 2800 Gold über, in Anführungszeichen. Da der Shinobi recht schwach auf der Brust ist, denke ich mal, nehme ich Lebenspunkte und Lebenspunkte und Lebenspunkte. So, 168. Und mit dem wollen wir jetzt, oder mit der wollen wir jetzt direkt in die Hölle. Einfach nur so zum Spaß. Also ja, wahrscheinlich wäre es effektiver, das ganze erste Gebiet erstmal zu clearen und so, aber nö. Mit dem Shinobi will ich die Sache angehen, die richtig schön schwer sind. Alle hopp. Einfach durch. Kaputt, 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 kaputt. Ich bin ein One-Hitter. Oh. Jetzt. Und sogar jetzt da unten Stacheln. So. Lebenspunkte hätte ich gern zurück. Danke. So. Und da geht's gar nicht weiter. Hier. Zing, zing. Sing, sing. Ach stimmt, das kennen wir doch schon.